Herzlich willkommen zu diesem neuen Was-wäre-wenn-Szenario. Und ja, dieses Was-wäre-wenn-Szenario mag der ein oder andere von euch vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, vielleicht habt ihr es mir auch mal in die Kommentare reingeschrieben. Aber das Thema ist im Endeffekt komplett auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ich habe mir nämlich gedacht, okay, schnappe ich mir nur einfach mal irgendeine Figur aus dem Jurassic-Universum und guck mal, ob das irgendwelche gravierenden Auswirkungen hätte, wenn diese Figur entweder gestorben wäre oder eben noch am Leben wäre. Und bei diesem Gedanken bin ich irgendwie auf Jeffrey gestoßen. Denn ich habe mir gedacht, okay, würde es sogar Sinn ergeben, dass die Geschichte grundlegend anders gelaufen wäre, wenn eine nicht wirklich wichtige Figur, also eine Nebenfigur, ein Nebencharakter, ein anderes Schicksal gehabt hätte, als er oder sie es eben im Original-Film-Franchise gehabt hat. Aus diesem Grund stellen wir uns jetzt hier auch die Frage, was wäre denn gewesen, wenn Jeffrey Brown den Vorfall mit dem Riesenbiest, mit dem Velociraptor am Anfang von Jurassic Park 1 überlebt hätte. Und ja, ich kann euch hier schon mal versprechen, das hätte unfassbare Auswirkungen gehabt. Und ich finde es jedes Mal geil, wenn wir uns dann auch vor Augen führen können, wie diese Chaos-Theorie, von der Dr. Ian Malcolm immer wieder spricht, auch wirklich funktioniert. In diesem Sinne fangen wir jetzt an und viel Spaß mit dem Video. Okay, ihr Lieben, ihr wisst ja selber, es gibt manche Was-wäre-wenns, die ein bisschen länger gehen, andere gehen ein bisschen kürzer. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hier im Endeffekt noch alles ausgeschmückt werden könnte oder wird, weil ich das Ganze ja meistens einfach jetzt hier komplett blind und frei in die Kamera oder eben in diesem Fall ins Mikrofon rede, ohne mir jetzt großartig ein Skript dazu geschrieben zu haben. Ich glaube allerdings, dass dieses Was-wäre-wenn nicht einmal unbedingt extrem lang gehen wird, aber es wird auf jeden Fall, naja, verdammt interessant werden, denn habt ihr euch einfach mal jetzt während dem Intro oder während meiner Vorrede überlegt, was denn wirklich großartig verändert hätte, wenn Jeffrey Brown nicht gestorben wäre. Ich gebe euch hier nochmal ganz kurz ein bisschen Zeit, während ich einfach kurz Revue passieren lasse, was denn wirklich der Vorfall gewesen ist, in dem Jeffrey Brown involviert war. Aus zum Beispiel dem Jurassic Park Compendium wissen wir unter anderem, dass Jeffrey ein nicht unwichtiger und recht guter Freund von Robert Muldoon gewesen ist. Das ist ja auch der Grund, warum Robert Muldoon schon fast einen Hass auf die Velociraptoren hat, eben naja, weil Jeffrey Brown dem Riesenbiest, einem Velociraptor, zum Opfer gefallen ist. Im Original-Franchise in Jurassic Park 1 aus dem Jahr 1993 ist Jeffrey dann gestorben, als er versucht hat, den Container des Riesenbiests zu öffnen, damit dieses eben in die Fütterungsstation hineingelassen werden kann. Das Riesenbiest, aufgrund der extremen Cleverness der Velociraptoren, ist daraufhin gegen das Gehege gelaufen oder eben gegen den Rand der Station gelaufen, wodurch der gesamte Container versetzt wurde. Jeffrey hat das Gleichgewicht verloren, ist runtergefallen, wurde vom Riesenbiest gepackt und eben dann auch gefressen. Und ja, vollkommen richtig, wir haben hier den Tod von Jeffrey Brown an sich so nie gesehen. Deswegen gab es da auch lange Spekulationen. Vielleicht ist er ja gar nicht tot. Doch Jeffrey Brown ist offiziell gestorben in diesem Augenblick. Und dass er gestorben ist, ist wirklich auch sehr wichtig für die Geschichte. Ihr habt jetzt lange genug Zeit gehabt, um euch zu überlegen, was denn wirklich passiert wäre, wenn Jeffrey den ganzen Vorfall überlebt hätte. Und wir spulen jetzt eben nochmal zurück zu dem Moment, wo Jeffrey den Container des Velociraptoren, also des Riesenbiests, öffnet und den eben nach oben zieht. Wir könnten das Szenario entweder so ablaufen lassen, dass das Riesenbiest eben nicht versucht hätte, Jeffrey zu fressen, dass der Versuch, den Container zu verrücken, einfach gescheitert wäre. Aber wir gehen mal darauf ein und überlegen uns mal, wie das Ganze logischerweise hätte ablaufen müssen. Komischerweise wäre dieses Was-wäre-wenn vielleicht sogar logischer als das, was im Originalfilm passiert ist. Denn wir sehen ja, wie Jeffrey vom Riesenbiest gepackt wird und sich eben gerade noch an der Kante von dem Container festhalten kann, während ein Robert Muldoon ebenfalls versucht, Jeffrey wieder in den oder aus dem Container rauszuziehen. Die gesamte Gruppe an Wachmännern und Jurassic Park Mitarbeitern rennt auf einmal auf den Container zu. Mit Elektroschocks und mit Schüssen versuchen sie, das Riesenbiest niederzuringen, zu betäuben oder eben auch zum Teil umzubringen. Ja, Robert Muldoon schreit ja ganz laut, er schießt sie und irgendwie haben diese Schüsse aber scheinbar keine Wirkung auf dieses Tier. Warum ist das so? Naja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen in einem Video. Das habe ich dir mal da oben verlinkt, wie das Ganze logisch hätte erklärt werden können. Im Endeffekt muss man eben einfach sagen, das Tier ist hier nicht gestorben, damit wir einen filmischen Effekt haben. Steven Spielberg ist eben ein Meister des Erzählens und ja, hättet ihr euch irgendwie einen krasseren, unheimlicheren Auftritt eines Dinosauriers vorstellen können als den hier. Das Riesenbiest ist in diesem Fall eben einfach nur nicht gestorben, weil Steven Spielberg uns hier zeigen wollte, wie gefährlich diese Tiere eben wirklich sind. Und das macht er im Laufe der Geschichte ganz gut. Zuallererst sehen wir eben, dass dieser Raptor scheinbar unbesiegbar ist oder irgendwie kugelsicher ist und durch Schüsse nicht niederkommt.
niedergerafft werden kann. Hier wird das Tier dann schon mehr mit einem Monster assoziiert. Später eben erfahren wir dann auch durch Dr. Alan Grant, dass die Velociraptoren sehr schlau sind und eben auch sehr trickreich jagen. Und diese ganze Kombination kommt dann auch eben später zusammen. Und es ist eben ein sehr stilistischer, cooler Steven Spielberg-Charakteraufbau. Realistisch gesehen müsste man allerdings sagen, in einem Was-wäre-wenn-Szenario, in einer perfekten Welt, hätten die Massen an Schüssen und Stromstößen das Tier definitiv niedergerungen oder vielleicht sogar getötet. Vollkommen egal wie, Jeffrey hätte diesen Vorfall eigentlich überleben müssen. Warum wäre das jetzt so wichtig für die Haupthandlung gewesen? Naja, wenn wir uns mal anschauen, wie es nach dem eigentlichen Tod von Jeffrey weitergeht, erwähnt kurz danach Donald Gennaro, dass die Investoren aufgrund des aktuellsten Vorfalls im Jurassic Park beunruhigt worden sind und deswegen müssen ein Dr. Alan Grant, eine Ellie Sattler und ein Dr. Ian Malcolm erst auf die Insel kommen, um diese abzusegnen. Das heißt, ja, wir können hier wirklich davon ausgehen, dass aufgrund dessen, dass der Jurassic Park eben mehrere Unfälle verzeichnet hat, dass dann da schon langsam eine Kritik bei den Investoren aufgestiegen ist, aber erst dann, als dann wirklich Jeffrey Brown von einem Velociraptor gefressen wurde, das hat dann quasi das Fass zum Überlaufen gebracht. Das kam natürlich auch raus, denn der Mann hat Familie und ich glaube, darauf wird auch nochmal eingegangen, mehr oder weniger. Zumindest gibt es auch einen offiziellen Jurassic Park Roman zum Film. Das ist nochmal ein Unterschied zu dem Roman von Michael Crichton geschrieben wurde und in diesem Roman wird auf jeden Fall darauf eingegangen, dass Jeffreys Familie ebenfalls dafür entschädigt wurde, dass der Mann halt gefressen wurde. Wäre Jeffrey aber nicht gefressen worden, hätten die Investoren möglicherweise überhaupt nicht erst diesen Schritt eingeleitet, um zu sagen, okay, pass auf, der Jurassic Park wird von uns erst dann weiter finanziert, wenn ein Alan Grant, gerade eben Alan Grant, eine Ellie Sattler und eben ein Ian Malcolm den Park abgesegnet haben. Natürlich, es wird immer wieder suggeriert, dass auch davor schon Unfälle passiert sind, aber das war eben wirklich der ausschlaggebende Punkt. Der Tod von Jeffrey Brown hat die gesamte Geschichte von Jurassic Park erst ins Rollen gebracht. Ebenfalls wissen wir von John Hammond, dass der Jurassic Park direkt nach der Rundfahrt, den die Gruppe rund um Alan Grant, Ellie Sattler und Co. gemacht hat, geöffnet werden sollte. Das heißt, sobald diese Gruppe den Park abgesegnet hätte, hätten irgendwo Unterschriften drunter gesetzt, ab diesem Augenblick wäre der Park schon geöffnet worden. Das heißt, am selben Tag, als die eben noch auf der Isla Nublar gewesen sind. Im Buch ist das Ganze ein bisschen anders. Im Buch kommen sie auch auf die Isla Nublar. Und da wird dann eben darauf eingegangen, dass der Park ungefähr in einem Jahr veröffentlicht werden soll. Im Film ist das eben nicht der Fall. Im Film soll das Ganze relativ zeitnah zur Absegnung der Gruppe passieren. Und das ist eben ein sehr wichtiger Fakt. Wäre also Jeffrey Brown nicht vom Riesenbiest gefressen worden, hätte die ganze Nummer nochmal überlebt, wäre der Jurassic Park nicht erst nach Absegnung von Alan Grant, Ellie Sattler und Co. geöffnet werden sollen oder eben können. Der Park hätte zu diesem Moment die Öffnung gefeiert, als im Originalfilm unsere Helden eben die Isla Nublar betreten. Das heißt, der Zeitpunkt, als im offiziellen Filmkanon Ian Malcolm, Ellie Sattler und Alan Grant die Insel betreten, wäre in diesem Was-wäre-wenn-Szenario der Zeitpunkt gewesen, an dem bereits Gäste auf der Insel hätten eintreffen können. Natürlich hätte man auch sagen können, dass Jeffrey Brown ja trotzdem damit an die Öffentlichkeit hätte gehen können. Damit hätte er wahrscheinlich aber dann auch seinen Job riskiert oder eben verloren und ich könnte mir vorstellen, dass Ingen da nicht unbedingt mit wenig Geld gewunken hat, um den Mann eben zum Schweigen zu bringen. Und ja, das hätte eher funktioniert, den Mann zum Schweigen zu bringen, als eben, naja, seinen Tod zu vertuschen. Deswegen, das Überleben von Jeffrey Brown ist essentiell dafür, dass der Jurassic Park noch nicht sofort geöffnet hatte. Spinnen wir die ganze Geschichte also nun mal weiter. Ein Dennis Nedry hätte sich ja trotz allem mit einem Louis Dodgson getroffen. Die beiden hätten ihren Plan geschmiedet. Nedry hätte die Rasierschaumdose bekommen, mit welcher er hätte die Embryos vom Jurassic Park klauen sollen. Und das hätte Dennis Nedry natürlich auch genauso so gemacht wie im Film. Er hätte die Sicherheitssysteme abgeschaltet und der Park wäre nach und nach runtergefahren worden. Ich meine, ja, Dennis Nedry wusste natürlich aber auch, dass er während dem im Filmkanon wesentlich bessere Chancen hatten, wesentlich mehr Zeit gehabt hätte, um die Embryos zu stehlen, da er natürlich auch wusste, dass John Hammond jetzt zuallererst eben eine Gruppe von Leuten einfliegen lässt, die den Park erstmal absegnen sollten. Das heißt, der Park wäre noch relativ leer und das wusste ein Nedry natürlich auch. Ein Louis Dodgson wusste das auch, obwohl ich dabei sagen muss, dass Louis Dodgson, glaube ich, auch der Fakt, dass ganz viele Menschen auf der Insel gewesen wären, das wäre dem wahrscheinlich relativ egal. Bei Dennis Nedry ist jetzt eben die Frage, wie schätzt ihr Dennis Nedry ein? Glaubt ihr, ein Dennis Nedry wäre wirklich so eiskalt? Im groben Wissen, dass da Menschen auf der Isla Nublar sind. Also wir gehen einfach mal wirklich davon aus, dass der Park damit eben auch geöffnet hat und dass da wirklich eine Handvoll oder eine Hand ist Quatsch, dass wir wirklich eine Zuschauerzahl da haben, ähnlich wie auch im Jurassic World Film. Hätte Dennis Nedry trotz allem die Embryos gestohlen und
naja, riskiert, dass die ganzen Menschen dabei umkommen können. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube irgendwie schon. Ich habe bei einem Dennis Nedry, weder im Buch noch im Film, irgendwie Charakterzüge gemerkt, die ihn auch nur ansatzweise an dem zweifeln lassen, was er da macht. Außer eben, es geht um sein eigenes Leben. Ich meine, in Jurassic Park 1 im Film war es ja genauso gewesen, dass Dennis Nedry eigentlich ganz genau gewusst hat, ey, wenn ich dieses Thema abschalte, gehen auch die gesamten Sicherheitssysteme weg. Und auch da hat er eigentlich schon mit dem Leben von Menschen gespielt, nur nicht eben mit dem Leben von so vielen Menschen. Wir haben jetzt also hier ein Szenario, wo der gesamte Jurassic Park überlaufen ist von Gästen. Viele Familien sind mit ihren Kindern hier, natürlich erstmal mehr die Wohlhabenden, denn ein Jurassic Park Ticket hat natürlich auch eben seinen Preis. Die Hotels sind komplett ausgebucht, überall sind Menschen auf den Straßen unterwegs, benutzen die verschiedenen Fahrattraktionen und plötzlich, naja, gibt es dann eben die ersten Sicherheitswarnungen. Die roten Lampen flackern auf und ein John Hammond oder auch ein Robert Muldoon sind erstmal nahtlos damit überfordert, was hier eigentlich gerade passiert. Wie kann es denn sein, dass sich der gesamte Jurassic Park plötzlich herunterfährt? Und auch hier fällt wieder auf, dass Dennis Nedry von seinem Trip, sich eine Soda zu holen, nie wieder zurückgekommen ist. Oder er wollte sich Schokolade holen, auf jeden Fall irgendwas von einem Snackautomaten, und er kam eben nie wieder zurück. Wir haben also dasselbe Grundszenario wie im Film, nur eben mit einer Masse an Menschen, die nun in Panik gerät und versucht, irgendwie in Sicherheit zu gelangen. Beziehungsweise wäre am Anfang ja noch gar nicht mal so wirklich klar, was hier eben gerade eigentlich alles passiert. Denn die Menschen wären ja in Massen immer noch auf den Straßen, es wären zwar diese roten Notfalllichter angegangen, aber man würde davon ausgehen, naja, wenn der Park eben auch schon geöffnet ist, wird es hier wahrscheinlich zu technischen Problemen geben können, aber mehr auch nicht. Dieses stupide Vertrauen von uns Menschen in die Sicherheit, die uns eben andere versprechen, das haben wir irgendwie auch immer gegeben. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich in so einem Jurassic Park wäre, ich würde einfach aus Prinzip davon ausgehen, dass wenn hier ein Park ist, der Dinosaurier beherbergt, dass der so unfassbar sicher sein muss, dass mir nichts passieren könnte. Das heißt, je gefährlicher der Park ist, umso mehr gehe ich irgendwie davon aus, dass er umso sicherer ist, wenn ihr wisst, wie ich das Ganze meine. Ist ein saudummer Gedanke, so ist es natürlich auch im realen Leben nicht unbedingt. Ich meine, wie oft sind denn schon Tiger und Löwen in Zoos ausgebrochen? Aber die Menschen würden hier einfach nicht direkt auf den Trichter kommen, dass die Dinosaurier möglicherweise ausbrechen. Das würde aber eben erst dann der Fall sein, wenn der Tyrannosaurus Rex das allererste Mal den Zaun durchbricht. Das könnte hier auch wieder anders abgelaufen sein als im Originalfilm, denn da wurde der T-Rex ja ganz gezielt eben auf diese Ebene gelockt mit der Ziege, damit Alan Grant und Co. den T-Rex sehen könnten. Das müsste jetzt hier nicht der Fall sein, auf jeden Fall würde der T-Rex auch irgendwo an dem Gehege herauskommen können, ebenso wie die Velociraptoren, ebenso wie der Dilophosaurus. Ebenfalls könnte aber die Tatsache, dass hier so viele Menschen im Park wären, dann auch dafür sorgen, dass der Dilophosaurus oder die Dilophosaurier, es gibt ja eine Theorie, dass das mehr als nur einer gewesen sind, dass die Dilophosaurier in diesem Fall eben nicht auf Dennis Nedry aufmerksam geworden sind, als er quasi mit dem Auto stecken geblieben ist, sondern irgendwie auf die Jagd nach anderen Menschen gegangen wären. Das heißt, Dennis Nedry könnte in diesem Szenario hier wirklich mit dem Leben davongekommen sein und die Embryos an Louis Dodgson übergeben haben. Auch darüber hatten wir schon mal gesprochen, was denn wirklich passiert wäre, wenn Dennis Nedry die Embryos an Louis Dodgson hätte übergeben können. Das Video habe ich dir auch mal in der Beschreibung unten verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken. Im Endeffekt, ja, hätten wir einfach dann ein Biosyn-Szenario gehabt, ähnlich wie auch in Jurassic World Dominion, nur eben sehr viel früher. Also Biosyn hätte wesentlich schneller mit der Dino-DNS 100%ige Dinosaurier erschaffen können. Ebenfalls wären die Rettungsaktionen in diesem Park wesentlich schwieriger zu vollziehen als jetzt hier in Jurassic World, denn es gibt zwar offizielle Skriptzeichnungen und Skizzen, wo man sieht, dass es auch wohl Anlegeplätze für Schiffe und Boote gegeben hat. Ich meine, ja, die gesamten Containerschiffe oder eben auch das Schiff, mit dem ein Dennis Nedry hätte entkommen können, die kommen ja auch alle übers Wasser und haben irgendwo einen Ankerplatz. Allerdings hätten wir auch noch hier Hubschrauberplätze und die Leute würden gar nicht genau wissen, wie sie jetzt eben vorgehen sollen. Ebenfalls gibt es keine großen Alarmsirenen im Jurassic Park oder eben, naja, ich sag mal Lautsprecher, denn das sehen wir ja auch nicht im Film Jurassic Park. John Hammond hätte ja Alan Grant und Co. ganz einfach mit Lautsprechern durch den Park navigieren können, aber auch das funktioniert eben nicht. Das heißt, die Leute würden nach und nach von den Parkmitarbeitern informiert werden, dass eben ein Notfall passiert. Ich weiß nicht, ob John Hammond auch sofort preisgegeben hätte, was für ein Notfall hier passiert, oder ob er erstmal versucht hätte, das Ganze irgendwie unter den Teppich zu kehren. Auf jeden Fall hätten wir jetzt hier ein unfassbares gewaltiges Chaos. Es würden mindestens ein Dutzend Menschen bei der ganzen Nummer hier sterben. Das Chaos wäre wesentlich größer als im Jurassic Park Film und es gibt einzelne Szenarios, die einfach aufgrund dessen, dass wir nun so viele Leute im Park haben, hätten anders ablaufen können. Ein John Ray Arnold hätte überleben können. Zwar sind die Velociraptoren ja trotzdem ausgebrochen, könnten aber dennoch auf der Jagd gewesen sein nach anderen Menschen, hätten Mr. Arnold also nicht
getötet. Der hätte es demnach also dann auch geschafft, den Strom früher einzuschalten, was den Park im Endeffekt aber auch nicht wieder gerettet hätte, weil die Saurier wären ja eben schon draußen. Ingen hätte daraufhin das gesamte Szenario irgendwie noch in den Griff bekommen können. Ich meine, es wird ja sowas gegeben haben wie eine Art von Sicherheitsmaßnahmen, die wir auch im Spiel Jurassic Park Operation Genesis sehen, wenn sie mit Helikoptern losfliegen können und Saurier einfach auch erschießen können. Das wäre jetzt hier sehr wahrscheinlich auch passiert, aber die schiere Anzahl an Opfern hätte man eben nicht totschweigen können. Die gesamte Katastrophe im Jurassic Park wäre in diesem Szenario also nicht zu verschweigen gewesen. In The Lost World Jurassic Park 2 sehen wir oder hören wir ja auch, dass Ian Malcolm so ein bisschen als verrückt abgetan wird, wo er da in der Bahn fährt und ein Typ auf ihm zukommt, weil die Leute eben nicht unbedingt das glauben, was da passiert sein soll, weil ein Peter Ludlow mit Zusammenarbeit von Ingen eben auch dafür sorgt, dass die gesamten Opfer verschwiegen werden. In diesem Fall jetzt hier wäre das nicht möglich, so viele Opfer zu verschweigen, denn alles, was jetzt hier passiert wäre, ich meine, das wären hunderte von Familien gewesen und eben auch wesentlich mehr Zeugen, die das Ganze im Endeffekt auch überlebt hätten. Das heißt, das gesamte Abenteuer von The Lost World Jurassic Park 2 wäre hier nicht stattgefunden oder hätte hier nicht stattgefunden, denn die Insel wäre sofort komplett abgeriegelt worden. Da das gesamte Drama auch an die Öffentlichkeit geraten wäre, hätte es nicht lange gedauert, bis die Öffentlichkeit ebenfalls in Kenntnis von Anlage B gekommen wäre. Anlage B wäre daraufhin, wie wir es auch in Jurassic Park 3 sehen, abgeriegelt worden. Und ja, in Jurassic Park 3 schaffen sie es trotzdem, zweimal auf die Insel zu kommen. Einmal mit einem Boot. Sie werden einfach nur gewarnt, bitte fahren Sie von der Küste weg und dann machen die das Radio aus und alles ist wieder gut. Das zweite Mal dann mit dem Flugzeug, wo nochmal dasselbe passiert. Also die Insel wird schon sehr schlampig bewacht. Aber dennoch wäre es nicht möglich gewesen, einen gesamten Konvoi eines Peter Ludlow auf die Insel Isla Sorna zu bringen. Das heißt, auch Peter Ludlow hätte die Leitung von Ingen in diesem Fall nie übernehmen können, da Ingen nämlich direkt aufgelöst worden wäre. Nach so einer Tragödie könnt ihr mir wirklich glauben, da gäbe es auch kein Ingen mehr. Ingen wäre verboten worden und sehr wahrscheinlich wäre nach diesem Desaster ebenfalls die Gentechnologie, die Biotechnologie sehr stark eingeschränkt worden. Das heißt, sogar ein Lewis Dodgson hätte hierbei überhaupt nicht mehr so viel Schaden anrichten können. Könnte man meinen, er kann natürlich auch einfach im Hintergrund irgendwie agieren. Das könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare unten reinschreiben. Was meint ihr, wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, dass die Biotechnologie und die Gentechnologie verboten worden wäre. Wie hätte ein Lewis Dodgson darauf reagiert? Wie hätte er weitergemacht? Hätte Dennis Nedry überlebt und ihm eben die Embryos gebracht? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.